Glas ist unendlich oft recycelbar. Und das, ohne dass die Qualität dabei leidet. Die Verallia Deutschland AG hat es sich zum Ziel gesetzt, den Prozess des Glasrecyclings vom Altglas bis zur fertigen Flasche so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Beim Aufbereiten von Glas setzen wir sehr viel Energie ein. Wir sind ein energieintensives Unternehmen und deswegen ist es für uns besonders wichtig, dass wir sehr sensibel mit der Energie umgehen. Wir haben sehr viele Programme aktiviert, um die Effizienz zu steigern. Für uns ist es aber auch wichtig, dass wir zukünftig auf erneuerbare Energien umstellen. Und das ist einer unserer großen Zielsetzungen für die nächsten Jahre. Der Prozess der Glasaufbereitung beginnt damit, das gesammelte Altglas aus den Containern zur Sammelstelle zu bringen. Hier gibt es verschiedene Berge für Braun-, Grün- und Weißglas. Da in den Containern auch viel Müll und falsche Farben landen, muss das Altglas im nächsten Schritt gereinigt und zu Scherben verarbeitet werden. Mithilfe von Bagger und LKW wird der zerkleinerte Rohstoff zur Produktion transportiert und in ein großes Silo gekippt. Von hier aus geht das Gemisch in den Schmelzbetrieb, in dem die Scherben bei knapp 1600 Grad innerhalb mehrerer Stunden zu flüssigem Glas geschmolzen werden. Sobald das geschehen ist, geht es in den Formgebungsprozess. Hierfür ist das sogenannte Design Center maßgeblich, in dem die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden designt werden. Sie können kommen mit nur einer Idee. Wir werden diese Idee in eine technische Zeichnung umwandeln. Basierend auf dieser technischen Zeichnung können wir Renderings erstellen und auch Glasmodelle. So, das heißt, innerhalb einer ganz kurzen Zeit haben Sie einen ganz, ganz guten Überblick über eine neue Flasche, neues Glasbehälter, wie das entsprechend dann aussehen könnte. Auch hier spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle, weshalb auch stetig an der Weiterentwicklung gearbeitet wird. Diese beiden Produkte sind ein gutes Beispiel dafür. Und zwar habe ich hier auf der linken Seite ein relativ standardisiertes Produkt, was relativ schwer ist. Und auf der rechten Seite haben wir hier eines unserer neuesten Entwicklungsprojekte. Das ist eine Leichtgewichtweinflasche. Diese Flasche ist ungefähr 20% leichter. Damit brauchen wir 20% weniger Material. Damit brauchen wir deutlich weniger Energie. Und somit hat diese Flasche einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck. Sobald das Design und die Beschaffenheit der Flasche klar sind, wird das flüssige Glas vollautomatisiert in seine Form gebracht. 350 Flaschen werden hier pro Minute produziert. Je nach Charge braucht es knapp eine Stunde vom flüssigen Glas bis zur fertigen Flasche. Nach vielen Inspektionen und Schritten der Qualitätssicherung wird das recycelte Glasprodukt dann am Ende auf Paletten für den Kunden verpackt. Neben dem nachhaltigen Produktionsprozess spielt aber auch der soziale Aspekt bei Verallia eine große Rolle. Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, dass wir damit für unsere Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz für die nächsten Generationen sicherstellen können, und das ist unser Ziel. Ganz nach dem Motto Glas neu denken für eine nachhaltige Zukunft.